Chef, ich sag dir ehrlich, das kann man so nicht durchgehen lassen. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video mit den zwei wunderbaren Jungs, Marc und Max. Und wir haben heute das Video 1000 Euro, wer uns das bessere Steak-Restaurant zeigt. Mit dem kleinen Kniffel, weil wir erst Döner drehen wollten. Marc bewertet die Beilagen, weil wahrscheinlich nicht Halal am Start ist. Und wir bewerten die Steaks, macht aber nichts. Aber an der Stelle muss man auch wirklich sagen, also die Beilagen sind mindestens, also nicht mindestens, also die sind schon sehr wichtig. Ja, die sind wichtig, ja. Ich finde aber auch, ein Steak-Restaurant ist für mich eine Destination, die ich eigentlich selten aufsuche, weil ich finde, die besten Steaks macht man zu Hause. Deshalb bin ich gespannt, was eure Steak-Restaurants können. Ich werde ehrlich sein und ich glaube, dass wir wirklich was erleben werden heute. Ich habe mir extra die beiden Jungs ausgesucht, weil ich weiß so, ne, Marc hat Geld, der geht in die tollen Restaurants einkaufen. Nein, und Max als Essenskenner passt perfekt. Also ich durfte ja auch schon zweimal bei ihm essen und einmal persönlicher Koch, das war zu heftig. Also Max hat Ahnung von Essen, Marc denke ich auch. Und ja, ich würde sagen, wir holen die Kandidaten dazu. Gerne einmal zu uns. Moin Jungs! Moin! Grüß euch, grüß euch. Ja, nochmal von mir. Das ist für die Kamera nochmal. Wolltet ihr hier rein? Okay, dann lasst euch mal einmal kurz durch, sorry. Oder wollt ihr auch mitmachen? Ihr könnt einen 100er gewinnen. Also, einmal vielleicht kurz für die Zuschauer, ein, zwei Worte zu euch. Also, mein Name ist Burak, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Ja, mein Name ist Mika, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Mönchengladbach. Man merkt schon, Düsseldorf hat ein, zwei Restaurants, die richtig knallen. Die haben ursprünglich dieselben Restaurants ausgesucht und mussten dann ein bisschen tauschen. Das andere zumindest scheint ganz krank zu sein. Das hier ist jetzt ein Ausweichrestaurant von dir. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zum Verhängnis wird. Aber naja, lass uns reingehen. Marc, benimm dich nicht wieder für den Arsch heute. So, wir haben es geschafft. Also nochmal für euch, Leute. Wir werden gleich, wenn wir erstmal eine nette Dame, die uns ja, bewirtschaftet, sage ich jetzt mal, wenn wir rankriegen. Steak-Restaurant ist echt ein unangenehmes Ding, sage ich wirklich. Wenn wir in einer Dönerbude sind oder sonst, ist immer alles laut, alles, ja, kein juckt das, aber hier sind ja dann auch immer andere Gäste. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen benehmen. Ich werde das mit den Jungs nochmal absprechen, wie wir das machen, was für Steaks wir überhaupt nehmen. Ob wir alle das Gleiche nehmen, beziehungsweise ob wir in diesem oder in dem anderen Restaurant das Gleiche nehmen, das wollen wir jetzt einmal besprechen. Die Frage ist jetzt, geben wir beiden die Option, ihr persönliches Lieblingssteak zu setzen? Servieren, oder essen wir beiden das Gleiche? Ich würde denen schon die Möglichkeit geben, das zu bestellen, wo die denken, das ist das Beste. Kommen wir zu euch einmal noch mal eben. Jeder von euch nimmt sein Lieblingssteak. Das, was ihr auch bestellen würdet, außer Filet, weil Filet mag jetzt Max nicht so gerne. Ich hätte sogar Filet gesagt. Er hat sogar Filet gesagt. Du kannst auch für ihn was anderes nehmen, theoretisch, weil zum Schluss zählt die Bewertung. Wir bewerten das, was wir kriegen. Wer die bessere Bewertung hat, zum Schluss gewinnt. Ey, bitte gib mir auch Filet. Ich wollte niemals sagen, dass ich kein Filet mag. Ich sage nur, ich würde im Steak-Restaurant eher kein Filet bestellen, sondern halt irgendwas. Max kommt hier zu dieser Sendung, wo wir Steaks testen und er mag kein Max, ja. Und wen habe ich hier eingeladen eigentlich? Noch eine kleine Insider-Info, ich wollte es eigentlich erst am Schluss sagen. Wir haben intern abgesprochen zu dritt, dass der, der den größten Verdienst hat im Monat, auch den Gewinn für die Kandidaten dann zahlt. Ne? Was ist denn hier US Tenderloin? Was sagt uns das jetzt hier? Was sagt ihr das als Steak-Händler, Max? Also Tenderloin ist das englische Wort für Filet und US steht für USA. Das heißt, amerikanisches Rinderfilet. Nein, du musst jetzt sagen, Geschmacksprofil aus USA. Das ist so wie bei Kaffee aus Afrika, das ist fruchtig beim Kaffee und eher aus Südamerika eher so buttrig und bleiben. So musst du jetzt. Ja, kann ich aber nicht. Okay. Dann nehmen wir Filet, gehen direkt in die Küche und wir machen uns das hier bequem. Alright, machen wir. Wenn du so sagen dürftest, Marc, in einem guten Steak-Restaurant, was erwartest du für eine Beilage? Darfst du auch Pommes einfach geben oder muss es irgendwie? Also Pommes, Spinat und Kartoffelpüree. Ja? Würde ich sagen. Okay. Und eventuell noch Champignons. Champignons, okay. So mit Kräuterbutter schön, ne? Sagst du auch? Würdest du auch so sagen im Steak-Restaurant? Fühle ich alles. Alles richtig gut. Okay, ja. Weil ich bin erst neu so im Steak-Restaurant-Game drin und ich denke mal, wenn man nicht so oft, wenn man jetzt für 80 Euro ein Steak bestellt, so denkt man, da kommt jetzt auf einmal wieder so eine vergoldete Kartoffel mit, keine Ahnung, Trüffel drauf oder so. 80 Euro. Nee, das wahrscheinlich. Ja, aber es kommt auch generell dann, ja, wahrscheinlich ja, Pommes dazu. Hallo. Ja. Wir können dich ja auch Sachen fragen, ne? Weil wir haben extra nach jemandem gebeten, den wir auch ein, zwei Sachen fragen können. Ne? Was würdest du zu meinem Outfit sagen heute? So, ist das für... Ja, auch für Steak-Restaurant.
sieht schon mal sehr gut aus. Aber es ist sehr, sehr zart. Der Rand ist sehr knusprig. Salz und Pfeffer optimal, nicht zu viel, nicht zu wenig. Schmeckt schon sehr, sehr lecker, aber ich glaube tatsächlich, dass mein Filet das nachher noch toppen wird, um ehrlich zu sein. 8,5 würde ich sagen, also schon sehr, sehr lecker. Mika, du hast 8,5 gegeben, ne? Ich habe 8,5 Du bist auch Steak-Kenner, würdest du sagen? Bin schon Steak-Liebhaber, würde ich sagen. Gern und oft Steak. Also ja. wenn du dir vorstellst, was ist ein geiles Essen, dann denkst du an Steak. So. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt nachher. Ich bin sehr gespannt, auch was du gleich auswählst. Sagst du es gerne erst beim anderen Restaurant, was du wählst gleich. Okay. Also wenn die Steaks jetzt so gut sind wie die Bedienung, dann kann das nur richtig scheppern. Appetit. Danke, danke. Ich will jetzt kein Disrespect, aber bei mir sieht es natürlich krasser aus als bei euch. Ne? Ja. Die Champignons sehen aus wie direkt frisch gepflückt. Mhm. Wie sehen die Pfifferlinge aus? Also Pfiffer. Ja, schön. Max disst hier alle heute weg. Ja, aber du hast recht. Die Kruste ist wunderschön. Man sieht auch so ein leichtes Grillmuster, so auch perfekt im 90-Grad-Winkel. Also falls ihr das wenden, dann wirklich mit der Pinzette. Bisschen Steakpfeffer, grobes Meersalz, so Pyramiden-Meersalz. Ist wild auf jeden Fall. Ich finde von der Optik einfach krank, genau wie im Bilderbuch. Ne? Mit dem Meersalz ist mir halt auch aufgefallen. Schön noch grobe Stückchen drauf. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Aber es sieht gut aus. Es schneidet sich auch sehr schön. Schneidet sich. Aber mir ist gut. Aber guck mal, bei mir auch. Also hier ist halt einfach unglaublich viel Licht. Ne? Ja, vielleicht hier nochmal drauf für euch. Aber würdest du sagen, zählt Medium Rare? Ganz klare Antwort, Max. Yo, zählt auf jeden Fall Medium Rare. Okay. Butterzart, heftige Kruste. Geil, der Pfeffer kommt super. Also erster Eindruck ist sehr stark. Ja, der Garpunkt ist wirklich gut. Und wie du am Anfang auch gesehen hast, ist mit der Kruste oben, die gibt einfach geilen Geschmackskick rein nochmal. Schönes Stück Fett habe ich hier jetzt auch nochmal erwischt. Was man die Beilagen mag, geschmacklich? Wir haben hier noch Schnittlauch mit drin, was ich jetzt eigentlich ganz gut finde. Und nochmal halt geröstete Zwiebeln. Ich glaube, man hätte die sich ein bisschen sparen können. Mhm. Ich glaube, die Pilze als solches hätten eigentlich genügt. Kartoffelpüree ist sehr butterig, schmeckt mir bis jetzt sehr gut. Jetzt gehen wir mal rüber zu den Pommes. Also bisher alles so, wie du es erwartet hättest in einem guten Steak-Restaurant. Ja. Außer halt vielleicht die Zwiebeln drüber. Aber sonst, ja. Wenn du eine Kritik äußern könntest am Steak, Max, könntest du eine Kritik äußern? Würdest du verstehen, wenn ich sage, dass es nicht so fleischig schmeckt? 100%. Ne? Aber ich finde generell ist Filet jetzt nicht das Fleisch, was so prädestiniert dafür ist, ganz stark zu schmecken. Genau. Ja. Aber man hat schon mal eins gehabt, das war schon intensiver. Ne? Genau. Also wenn ich so sagen würde, von den besten Filets, die ich bisher hatte, ist es nicht ganz oben mit dabei. Kannst ja mal gleich mal deine Meinung dazu sagen, aber schon sehr, sehr gut. Also es ist definitiv mit eins der besten Filets, das ich hier gegessen habe. Ja? Weil es einfach so schön weich ist. Und übertrieben weich. Was sagen die Pommes? Also ich würde sagen, bei diesem mit Parmesan und dieses Getrüffelte, das kann man sich, glaube ich, sparen. Es ist okay, es sieht auch super aus, aber der Trüffelgeschmack kommt jetzt nicht so extrem raus. Mhm. Bleibt bitte bei den normalen Pommes. Super gesalzen, nicht zu viel, nicht zu wenig, sehr kross. Der Kartoffelpüree ist sensationell. Also das würde bei, also Kartoffelpüree finde ich wirklich volle Punktzahl, aber insgesamt eine sehr, sehr, sehr gute Performance. Wenn wir zur Bewertung gehen, ne, und du allen zusammen eine Bewertung geben müsstest. Ich würde tatsächlich auf 8 Punkte kommen. Puh. Max, was würdest du bewerten, wenn du das Steak bewerten würdest? Wenn ich mir vorstelle, dass nicht Happa Holle bezahlt, sondern ich, da würde ich bei meiner Devise bleiben, einfach selbst zu grillen. Ja. So, ne? Weil das kann man auch easy gut selbst machen, aber das lohnt sich. Da ist nichts, wo ich sagen würde, das ist falsch oder irgendwas. So, ne? Aber kriegst du es besser hin? Das ist wirklich ganz ehrliche Frage. Ich würde es nicht jedes Mal besser hinbekommen, aber wenn ich einen guten Tag habe, vielleicht schon. Ich würde dem Steak eine 7,9 geben. Echt? Ja. Oha. Und das ist ein übelst gutes Steak, verstehe mich nicht falsch. Wenn ich aber das Geld dafür ausgeben müsste und auf den Tisch legen müsste, würde ich es mir halt nicht jedes Mal holen, sondern immer mal wieder und dann wäre ich auch happy. Weil ich habe das gegessen, ich fand es gut, ich fand es lecker. Okay, krass, krass. Ich hätte tatsächlich eine 8,7 gegeben. Wow. Also ich fand das wirklich sehr, sehr stark. Also ich finde, du kannst es noch besser machen, hundertprozentig. Aber so viel gerade nach oben, dazu muss man auch sagen, ich bin kein Steak-Experte wie Max. Ne? Eine 10 von 10 kann im Prinzip nur ein Wagyu-Filet sein, ja, ne? Weil es einfach so viel, viel mehr Rindergeschmack hat, viel mehr Fett hat. Deshalb, das ist für das, was es ist, schon fast das Beste, was es sein kann. Ja. Sehr interessant, ich mit 8,7. Ich denke, wir haben eine gute Bewertung insgesamt raus. Und ich bin ganz gespannt aufs nächste Restaurant. Ich auch, wirklich. Geil, dann geht's rüber.
So, wir sind jetzt beim, wie heißt das Ganze hier? The Classic Western Steakhouse. Classic Western Steakhouse. Genau. Gefühlt jeder zweite geschrieben, auch wenn vom Steak in Düsseldorf. Krasse Adresse, also boah, das wird schwer für dich, Burak. Aber wir haben immer noch eine Jury und auch noch Beilagen, die versaut werden können. Ja. Für dieses ist Marc dann wieder zuständig, ich würde sagen. Also ich glaube, die Jungs haben sich eh entschieden, die nehmen Filet. Also da muss ich vorher noch eine Frage abklären. Der andere Chef sagt, heute geht auf Haus alles. Geht aufs Haus. Ehrlich? Ja. Sehr gut. So, Jungs, ja. was ist bei euch? Dreimal Filet, einmal noch für den Kollegen, genau. Das Filet dreimal, ne? Filet, okay. Das andere war von der Location her auch natürlich sehr schön mit dem Ausblick auf die Kühe und so weiter, aber guck mal, schon sehr engagiert. Ja, also ich finde auch das merkt man, merkt die Liebe und ich finde, das sind zwei grundverschiedene Steakhäuser. Am Ende entscheidet natürlich das Steak, aber ich denke mal, dass ich mich eher hier sehen würde. Aber wo siehst du dich mal? Ja, hier auch. Ja doch. Das andere war so ein bisschen gedrungen, hier ist so heimlich, irgendwie hat richtig Charakter. Und auch dieser Gaucho-Style, ne, mit dem Holzboden und du siehst überall irgendwelche Hörner, da oben irgendwie eine Knarre. Aber das dürfen wir nicht in die Wertung mit einbeziehen. Nein, natürlich nicht. Es entscheidet das Steak. Das ist glasklar. Ich habe schon angeschnitten und jetzt probieren wir das mal. Ich würde mal gerne ein bisschen Salz drauf machen. Schon ein bisschen Salz-Junkie deswegen. Ja, jetzt mit dem Salz ist es natürlich ein bisschen intensiver, deutlich besser auch. Burak, was würdest du für eine Bewertung geben? Wenn ich jetzt eine Bewertung abgeben würde von 1 bis 10, würde ich, glaube ich, so eine 8,6, 8,7 geben. Also sehr ordentlich, würde ich sagen. Okay. Holle, was mir direkt auffällt, das ist umseitig gegrillt. Hier hast du wirklich rundum Röstaromen, mehr Röstaromen, eigentlich mehr Geschmack. Mehr Geschmack. Würdest du die These aufstellen, wenn man das drauf hat auf die Weise, ist es definitiv die bessere Art? Wenn du es rundum einmal anbrätst, dann schließen die Fasern auf und der Saft bleibt drin. Mhm. Mein Lieber, Butter habt ihr noch rüber gemacht, ne? Oh, das riecht schon bis hier oben. Oh. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dann snacken wir rein, würde ich sagen. Schneiden wir mal einmal an. Wir haben rundum auch einen gleichmäßigen Bratrand. Ne? Ja. Also wir haben... Okay, Holle, bist du bereit? Ich bin bereit. Lass dir schmecken. Interessant der Vergleich zum anderen Restaurant. Also bei mir ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ja? Das sagt er beim Kartoffelpüree. Und er war gerade großer Fan. Mhm. Wir blenden mal die anderen Preise ein beim anderen Restaurant. Wir blenden diese noch mal ein. Chef, ich sag dir ehrlich, das kann man so nicht durchgehen lassen. Das ist erste Sahne. Interessant hier. Also die Butter und der Pfeffer, das macht einen riesen Pluspunkt noch bei dem Filet. Gut.
Das ist nämlich genau das Ding, das ist so, so reduziert im Geschmack, so ein Filet, dass man sich über jeden Grashalm freut, den man so klammern kann. Vor allem, wenn man Bock hat, eigentlich auf was Durchdringendes, Kräftiges. Hält sich deine Tendenz? Ja, also Pilze, gerade Champignons und so weiter, sind deutlich besser. Also wirklich deutlich besser. Der Geschmack kommt schon gut raus. Bei dem hier ist es so, muss man ganz klar sagen, das eine war feiner, das ist rustikaler. Passt zum Restaurant vielleicht auch. Genau, das ist jetzt mehr so eine Philosophiefrage. Sonst als solches muss ich sagen, das hier ist auf jeden Fall einfach deutlich besser. Okay. Ich finde, dass es wirklich einfach auch immer was Besonderes ist, wenn man sowas isst. Das muss man auch mal genießen. Ja. So. Grüße an die militante Veganerin nochmal an der Stelle. Also ich finde, ohne jetzt zu sagen, erstmal von der Konsistenz zu sprechen und so, ne? Nur vom reinen Geschmack, das ist einfach, wie ich vorhin gesagt habe, tiefer. Wenn man die Augen schließt, könnte ich mir beinahe sogar einbilden, die haben da eine Soße so richtig einreduziert, noch richtig Wein eingekocht, da ganz leicht drüber geben. Ist nicht so, ne? Aber dieser Fleischgeschmack ist einfach so durchdringend tief. Da merkt man einfach, finde ich, dass es schon anders ist als drüben. Also findest du es reicher vom Geschmack? Oder geht dir wieder nur ums Reichsein, ne? Nein, es ist geschmackvoller. Aber ich möchte zur Konsistenz noch nicht sagen, weil das ist wieder ein anderer Punkt. Okay. Also als erstmal beide Restaurants, die wir gesehen haben, haben zwei unterschiedliche Stilrichtungen. Das eine passt, denke ich, zur Kö. Das ist etwas sehr Feines. Das hier ist schon etwas intimer, gemütlicher und einfach hat eine andere Atmosphäre. Du könntest weder in das eine jeden Tag gehen, noch in das andere jeden Tag gehen. Okay? Ja. Wir haben hier ein bisschen weiter vorne bei The Grill. Ja. Hier ist es 1-1. Die Champignons reißen es halt hier einfach raus. Von daher würde ich sagen, ich gehe wahrscheinlich auf eine 8,2. Minimal besser. Ja. Okay. Ihr könntet schon mal nach hinten gehen, einmal hinter uns, denn es geht gleich um die Gewinnvergabe. Ich habe extra schon vor einer Woche abgeholt, wenn ich einkaufen gehe, sah das immer besser aus ein bisschen, wenn ich das irgendwie aufhöre. Das war auch noch was davon hast, ne? Ja, genau. Ja, hier ist ein kleines Trinkgeld schon mal für Sie. Was wir haben. Also Jungs, schon mal für euch, bevor das losgeht, hier ein Tausender, der geht gleich an einen von euch beiden. Max, deine knallharte Bewertung bitte. Ich habe ja gerade eben gesagt, man könnte im Einkauf vom Fleisch wahrscheinlich noch mehr besser machen. Dazu stehe ich. Ich glaube, mit der Marmorierung und so hat man von Haus aus hier schon ein bisschen mehr Geschmack gehabt, ein bisschen mehr Fleischgeschmack gehabt. Aber hier sind auch andere Sachen besser gelaufen. Zum Beispiel, es wurde rundum angebraten. Wir hatten wirklich diese Maillard-Reaktion, heißt das ja, wenn das eine schöne Kruste bekommt. Das war wirklich wie ein geschlossener Chip. So teilweise hat es wirklich so ein bisschen so einen Crunch fast gehabt. So, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz, der Kern total weich. Ich glaube, drüben war es noch weicher, aber das ist für mich nicht besser. Also ich fand dieses Steak hier wirklich noch mal eine Ecke besser und ich gebe 9,0. Wow. Krass. Es hat mehr Charakter einfach. Also von mir die Bewertung. Ich habe jetzt schon einige wirklich starke Filets in meinem Leben gegessen. Von der Konsistenz habe ich ein, zwei Filets gegessen, die ein bisschen stärker waren, noch leichter im Durchbiss. Ist aber hier auch schwierig zu machen, wenn es von allen Seiten gegrillt ist. Deshalb würde ich das in dem Fall nicht als Nachteil sehen, weil du hast da wiederum diese Kruste außen, die überall Geschmack gibt, die, wie du gesagt hast, wie ein Chip ist. Dann dieses Einreduzierte, was da drauf ist mit der Butter und so, ganz stark. Eigengeschmack vom Fleisch, ganz stark, kriegt von mir 9,2 Punkte. Somit der Gewinner. Heute Mika, ganz starkes Steak, ganz starkes Steak. Das Geld geht an dich, mein Lieber. Oder du gehst in die nächste Runde zum ersten Mal, Leute, eine freie Runde, wo du ein Restaurant, irgendwas deiner Wahl, irgendein Gericht deiner Wahl wählen kannst, um 3.000 Euro gegen einen Kandidaten, der sich von euch hier bewerbt. Denkt dran, ihr könnt euch für alles bewerben hier. Die nächste Runde wird hier rausgezogen am neuen Kandidaten. Also eigentlich sagt man ja, kein Risiko, kein Champagner im Glas, aber ich bleib bei den 1.000 Euro. Nein! Ja, mein Lieber. Geil, Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch. Danke auch für dich fürs dabei sein. Ne? Max, danke dir fürs dabei sein. Vielen, vielen Dank. Danke, Marc, dir auch. Gerne. Danke an die Gastgeber. Geiles Restaurant, geiles Steak. Ganz stark, kann ich jedem empfehlen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Ciao.